Ist Fernsehen eine gute und interessante Freizeitbeschäftigung oder macht Fernsehen dumm? Schadet Fernsehen gar der Gesundheit? Oder ist es ein wichtiges Informations- und Unterhaltungsmedium? Ich habe schon seit vielen Jahren keinen Fernseher. Irgendwann war mir das ganze Programm zu dumm geworden. Jeden Tag irgendwelche Serien oder Talkshows mit völlig uninteressanten Themen. Die Nachrichten werden das Einzige, was mich interessiert hat. Ich kann mir aber meine Informationen auch aus der Zeitung holen. Dort werde ich sogar viel besser und umfassender informiert. Und Unterhaltung habe ich auch im Theater, im Restaurant mit Freunden, im Sportferien. Nur wegen der Nachrichten einen Fernseher haben. Ich habe für mich entschieden, das lohnt sich nicht. Ich sehe nur manchmal fern, wenn es eine Sendung gibt, die mich wirklich interessiert. Meistens sind das Musiksendungen. Die Nachrichten und die Politiksendungen interessieren mich weniger. Viel lieber als Fern zu sehen, treffe ich mich mit meinen Bekannten. Wir gehen dann ins Kino, in die Disco oder in die Café und unterhalten uns über die Themen, die wirklich für uns wichtig sind. Die werden nämlich im Fernsehen viel zu wenig gebracht. Wenn ich am Abend von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich eigentlich viel zu müde, um nochmal irgendwo hinzugehen. Ich setze mich dann vor den Fernseher und gucke mir an, was gerade so kommt. Ich glaube nicht, dass mich das Fernsehen dumm macht. Im Gegenteil, gerade weil ich auf der Arbeit oft viel nachdenken und entscheiden muss, ist es mir willkommen, wenn ich am Abend einfach nur unterhalten werde. Egal, ob gerade eine Musiksendung, eine Show oder eine Serie läuft. Ich glaube, man darf nicht allein das Fernsehen kritisieren. Wichtiger ist doch, was die Menschen damit machen. Jeder muss selbst wissen, wie viel er fernsieht. Ich meine, wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft, dann ist es doch wahrscheinlich deswegen, weil man keinen Kontakt mit anderen Leuten hat, mit denen man sich trifft und etwas anderes als Fernsehen machen kann. Schlimm finde ich es, wenn Kinder den ganzen Tag vor dem Fernsehen sitzen. Denn Kinder gehören raus an die frische Luft, wo sie sich bewegen und austoben können.